Jo, was geht ab, meine Freunde? Meti am Starten. Herzlich willkommen zu Fatal Germany. I Man of the Match. Und das verdanken wir nur unserer Community, also ganz genau euch da draußen, dass wir hier überhaupt reingewählt wurden. Also vielen, vielen Dank für eure Stimmen bei FIFA Germany auf der Facebook-Seite. Die Jungs könnt ihr natürlich auschecken. Sehr coole Seite, die über die FIFA-Community berichtet. Und heute fangen wir mit der ersten Folge an. Ich werde jetzt ab und zu ganz einfach mal die Regeln einblenden. Ich denke, das ist alles, ja, kennt ihr alles schon. Das Einzige, was sich dieses Jahr ändert, ist, dass wir die Coins nicht von Episode in die andere Episode mitnehmen können. Zum Beispiel, wenn wir heute 100k erspielen und nur 50k ausgeben wollen, geht nicht. Dann fliegen 50k weg. Und das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Wenn wir mit unserem Fatal-Spieler treffen, gibt es 30k. Wenn wir mit einem anderen Spieler treffen, 20k etc. pp. Seht ihr alles. Ihr könnt die Teilnehmer alle in der Beschreibung auschecken. Das ist, glaube ich, das, worum es am meisten bei Fatal geht. Um die Community, dass man ja vielleicht YouTuber auscheckt, die man vorher nicht kannte. Also an eurer Stelle. Geht gern mal hin. Schreibt in die Kommentare PMTV Army, dass ihr von uns kommt. Dass ihr vielleicht die vorher nicht kanntet, weiß man ja nicht. Das wird mir nur am Herzen liegen, dass ihr da auch gern mal ein Abo da lasst. Und ja, natürlich geht es dann noch darum, auszuspielen, wer dieses Turnier gewinnt. Und zunächst einmal haben wir 5 Episoden, um unser Silberteam, was ihr schon im Hintergrund seht, zu verbessern. Um dann, ja, ein geiles Team, um unseren I Man of the Match Fatal Spieler zu haben. Und ich werde in 3, 2, 1, boom! Hier ist unser Fatal Spieler, Gonzalo! Aber falls euch diese Folge gefällt, lasst einen Daumen hoch da. Falls ihr im Hype seid, jetzt das letzte Turnier vor FIFA 17, Daumen hoch, in die Kommentare schreiben. Und ihr stimmt auch in den Kommentaren am Ende ab, wen wir upgraden. Ich werde euch da 2 Pärchen zur Verfügung stellen. Morgen, wenn ihr das Video seht, morgen am Montag bin ich in Frankfurt am Main. Könnt ihr uns gerne auch auf Snapchat und Instagram und Facebook etc. folgen. Alles in der Beschreibung. Und da werde ich das erstmal FIFA 17 anspielen auf dem Players First Event. Ich bin echt gespannt. Mal sehen, wie es wird. Und ich würde sagen, Lego. So, Freunde, nach... Was ist das für ein Team? Voll überrascht gerade. 180er Teambewertung und es ist gar nicht mal... Okay, man könnte jetzt den Mund zu voll nehmen, aber ich möchte das nicht, weil das stimmt irgendwas nicht. Der Typ wird wahrscheinlich sehr gut sein, Freunde. Aber der erste Gegner, den ich jetzt gefunden habe, der 100 Chemie hat. Wie beim Patrick auf dem Account, Freunde, ganz einfach kurz zur Information. Da haben wir, je nachdem wie viele Münzen wir uns erspielen, einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten. Nicht, dass wir uns dann, was weiß ich, 150k spielen und ich kann mir nach der zweiten Folge keine Spieler mehr leisten. Obi. Und jetzt spielen wir in die Schnittstelle auf Gilern. Das Tor ist frei. Was hat denn der Torwart gemacht? Oh mein Gott, Freunde. Der Torwart stand mal richtig falsch. Und das war jetzt ja ein Start nach Maß. Aber guckt euch mal an. Erstmal der Abwehrspieler läuft nach links und dann war das Tor auch schon frei. Komischerweise. Okay, 5 Minuten gespielt, 1-0. Habe ich natürlich nichts gegen. Wir haben 20k gespielt nach 5 Minuten. So habe ich es mir jetzt auch nicht vorgestellt. So, Freunde, hier ist Gonzales am Ball. Gonzales, ich glaube, der hat auch einen Schuss. Gonzales und... Ich weiß nicht, wer im Tor ist. Roberto oder so. Ich konnte den Namen gerade unten nicht identifizieren. Das war die erste Chance für unseren Gegner, Freunde. Kurz gedacht, der haut den jetzt rein. So, Higuain jetzt mal als Ballverteiler auf Martinho. Der kriegt den auch wieder. Das ist ein kleiner Flügelflitzer. Und den Gegner lassen wir aussteigen, Freunde. Martinho immer noch am Ball. Jetzt spielen wir auf Gonzalo Higuain. Und na, Obi macht's am Ende, Freunde. Irgendwie der Abpraller. Ich wollte eigentlich mit Gonzalo Higuain ein Tor machen. Leider hat es jetzt nicht geklappt. Aber ich freue mich natürlich über die 20k. Obi-Wan Kenobi trifft. Und ja, damit haben wir jetzt momentan 40k. Genauso wie die Spielminute oben anzeigt. Jetzt, wenn der Gegner jetzt rausgehen sollte, oh mein Gott. Ich muss da auf den Regeln nachgucken. Wenn der jetzt einen Rage Quit macht, unten ist der Ladebalken. Wir warten nochmal eine Sekunde. Er geht raus. Er geht raus, Freunde. Somit ist das ein Rage Quit in der ersten Halbzeit. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ja, Freunde, da bin ich selber ein bisschen verdutzt gerade. Rage Quit erste Halbzeit gibt 100.000 dazu. Das heißt, wir sind bei 140.000. Schwere ich mich natürlich nicht drüber.
Da ist die Statistik nach 40 Minuten. Wir suchen uns jetzt den zweiten Gegner. Und das ist eigentlich ein ganz guter Start. 140.000 ist solide. So, Freunde, wir haben unseren Gegner gefunden, den zweiten. Und er hat 100 Chimmy, hat ein Premier League Team mit Harry Kane vorne, Feghouli, West Ham Edition, also ein Transfer. Und es sieht solide aus. Per Mertesacker hinten drin. Big fucking German. Okay, es sieht solide aus. Und er hat ein Napoli-Logo drin und West Ham als, ist wohl ein West Ham-Fan mit Napoli, keine Ahnung. Los geht's ins zweite Spiel. Oh wei, oh wei, oh wei, geht ja gut los. So, Freistoß aus richtig guter Position. Harry Kane steht bereit. Und jetzt sind da natürlich Dimitri Payet. Payet, mein Torwart steht eigentlich ganz gut, der steht nämlich mittig. Und jetzt nimmt er ihn. Okay, der war zu hoch. So, Freunde, da ist jetzt Gonzalo Higuain, wenn er sich drehen kann. Jawohl, jetzt spielen wir oben rum und noch einen, da ist Gomez. Gomez, wohin spielen wir denn? Was eine Grätsche. Das war volles Risiko von meinem Gegner und es geht gut. Azpilicueta hat da geklärt. Und jetzt lassen wir den ersten aussteigen mit der Ballrolle. Es ist immer noch Obi. Wir können den Ball nicht abspielen per Mertesacker. Und ja, Kommunikationsprobleme da hinten. So, da ist Ali Adnan, der sich mal nach vorne mit einschaltet. Jetzt spielen wir den Ball auf Martinho. Martinho spielt den Ball quer. Oh mein Gott, wenn der Ball ankommt, dann ist das ein Tor. Oh, was ein Ball von meinem Gegner und Higuain an die Latte. Martinho, jetzt ist die Frage, ob wir ihn direkt auf Gonzalo Higuain spielen. Jetzt spielen wir auf Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain und er macht ihn eiskalt rein mit dem Außenriss. Oder... Ja, das hat zumindest ein bisschen heraus überspannt. Auf jeden Fall hat er ins kurze Eck reingemacht. Gonzalo! Higuain! Freunde, ich liebe den Stadionsprecher, wie der abgeht. So sollte eigentlich jeder Stadionsprecher abgehen. Gonzalo Higuain trifft zum ersten Mal hier bei Fatal. I'm Man of the Match. Und wir haben somit Stand jetzt 170.000 Münzen. Aber da ist Per Mertesacker, der was dagegen hat. Wenn der jetzt rausgeht, habe ich... echt kein Verständnis dafür. Es steht 1-0, Kollege. 1-0. Was soll ich sagen? Leider muss ich mit 2 Rage Quits hier in der ersten Halbzeit. Somit haben wir 140.000 aus dem ersten Spiel, 130.000 aus dem zweiten Spiel. Somit haben wir 270.000 Münzen, um unser Team zu verstärken. Ich suche jetzt 2 Paare raus und stelle euch sie vor. Freunde, ich habe 2 Paare, die es in sich haben. Ich bin gespannt, für wen ihr abstimmen werdet. Ihr müsst einfach die Kommentare hochliken und ich werde auch nochmal einen Strawpoll-Link machen. Das heißt, ich werde so alles ein bisschen zusammenzählen und schauen, was bei rumkommt. Und zwar Miralem Pjanic, Team of the Season für 130.000 und Mohamed Salah, Team of the Season für 115.000. Somit wären wir knapp bei 245.000, hätten dann sogar ein bisschen was verplempert, aber ist nun mal so. Auf der Position gibt es kaum bessere Spieler. Und Part 2 ist Marek Hamšík, Team of the Season, und Lorenzo Insigne, der für 180.000 weggeht. Marek Hamšík circa für 75 bis 80.000. Das heißt, da sind wir auch sogar unter unserem Coin-Limit von 270.000. Ich bin gespannt, wen ihr wählen werdet. Ich könnte mit beiden leben, bin ich ehrlich. Ich möchte euch da nicht beeinflussen. Sucht euch das Paar aus, was euch am besten gefällt. Und das war ein guter Start in die Folge, in die Serie, sag ich mal. Leider 2 Rage Quits. Manchmal macht es auch keinen Bock. Also die Gegner gehen relativ früh raus, gegen Ende von FIFA 16, weil die denken sich, ach komm, ich spiele nochmal. Und dann liegen die hinten und dann haben die auch schon wieder keinen Bock mehr. Keine Ahnung wieso, vor allem beim letzten Gegner kann ich sie verstehen, nach 1-0 in der 45. Bisschen doof, aber ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch da, checkt meinen deutschen Kanal aus. Da kommt wahrscheinlich heute auch noch ein Video online. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao.